Dann klinke ich den Tank aus und dann schalten wir um, fahren die Stützen aus und machen den Rest von dem Landemanöver mit dem oberen Düsen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program 2 im For Science Update. Mit der Wissenschaft und der Forschung haben wir beim letzten Mal eine Sonde zum Mimnus geschickt, den Mimnus untersucht und jetzt ist die Aufgabe, dass wir beim Mimnus landen tatsächlich. Also hinfliegen, landen und auch schon einen Point of Interest untersuchen an der Stelle. Ich habe jetzt hier mal ein Raumfahrzeug vorbereitet. Also ich habe in der letzten Folge am Ende schon den oberen Teil gebaut und in dieser Folge, also beziehungsweise offscreen, habe ich den unteren Teil gebaut. Da haben wir jetzt auch gleich mal die neu freigeschalteten Tanks und Triebwerke benutzt. MD-Tanks sind das hier gewesen. Hier wird die hier. MD, also die mittelgroßen und auch ein mittelgroßes Triebwerk entsprechend schon verwendet haben wir hier. Nämlich dieses hier, genau, den Skipper. Und dann natürlich noch die Booster und hier mal auch eine größere Fairing schon verwendet. Und das hier oben ist der Länder, genau. Da würde ich sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Kerbal Space Program 2 im neuen Update reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir das jetzt ausprobieren hier. Starten! Ich bin gespannt, ich bin so aufgeregt. Okay, es bricht schon mal nicht auf der Startrampe auseinander. Das ist immer ein sehr positiver Aspekt des Ganzen. Ich habe jetzt die Booster nicht begrenzt. Ich gehe mal ein bisschen langsamer mit dem Haupttriebwerk in den Start rein. Mal gucken, ob das klappt. Ja, sieht sehr gut aus. Sieht nach einem sehr potenten Start aus, wenn ich das mal sagen darf. Da habe ich gleich noch mal ein bisschen mehr begrenzt. Damit uns das Haupttriebwerk möglichst lange erhalten bleibt, auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr gut aus. So wie ist die Manövrierfähigkeit? Oh, die sieht auch gut aus, ja. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, meine lieben Freunde. Sehr, sehr, sehr gut sieht das aus. Ganz wunderbar sieht das aus. Ganz hervorragend. Ja, ist schon ganz schöner Oschi, das muss man mal sagen jetzt. Schade, dass es gerade so dunkel ist. Man sieht die Rakete kaum. Schwarz ist halt schon auch so ein bisschen so ein Schwarz auf dunklem Hintergrund, sieht man nicht mal so gut. Sieht aber sehr gut aus erstmal. Nice. Hör, was ist das da? Da fällt irgendwas anderes runter. Default, was? Default Name. Irgendwas ist da abgestürzt. Wow, oh Gott. Das war knapp gerade. Da hat es einen Booster zerlegt gerade. Oh mein Gott. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Triebwerk uns jetzt genug beschleunigt. Bisschen instabil wirkt es jetzt. Mal gucken, wie sieht's aus. Ah, ganz schön steil. Da hätte man vielleicht schon noch ein bisschen stärker anschrägen dürfen. Jetzt kriegen wir wieder Geschwindigkeit. Ab jetzt sieht's gut aus. Richten wir uns einfach mal Prograde aus und burnen das jetzt einfach mal alles raus, was wir jetzt noch drin haben. Sollte eigentlich klappen. Mal gucken. Ah, wir sind noch nicht auf Weltraumhöhe. Wir müssen wenigstens auf Weltraumhöhe kommen mit diesem Triebwerk. Damit wir dann hier das Pudel oder wie das heißt zünden können. Das wäre schon ganz praktisch. 60.000 gleich. Ja, das Gewicht ist halt ein bisschen größer diesmal, weil wir natürlich zum Mimnus müssen. Das ist ja ein bisschen weiter weg als der Mun. Wobei wir eigentlich in unserer Mun-Länder-Rakete hatten wir eigentlich genug Reserven, dass man damit auch locker den Mimnus erreichen können müsste. Ja, aber jetzt haben wir Weltraumhöhe bei der Apoapsis. Das Problem ist, das Pudel wird jetzt wahrscheinlich nicht genug Schub erzeugen, um uns in den Orbit zu pushen. Wenn wir gleich dekuppeln müssen. Müssen wir mal schauen. Muss auf jeden Fall jetzt schnell gehen gleich.
müssen wir auf jeden Fall jetzt schnell realisieren. Den Übergang. Gleich, 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 gleich und los. Gib Stoff. Was ist denn jetzt los? Es hängt fest. Irgendwie hat das nicht richtig gekuppelt gerade. Na toll, Kerbal Space Program wieder mal, wie es leibt und lebt. Tolle Wurst, es klebt hinten dran. Warte mal, krieg ich es abgeschüttelt vielleicht? Ich krieg's auch nicht abgeschüttelt, es hat einfach nicht gekuppelt. Super, klasse, ganz toll. Da müssen wir wohl da an der Stelle einen anderen Dekuppler nehmen. Also die üblichen Kinderkrankheiten wieder bei Kerbal Space Program 2. Aber wir kriegen Schub, also warte mal, wir kriegen mehr Schub. Wir haben zwar die ganze Unterstufe noch hinten dran kleben, aber irgendwie kriegen wir trotzdem mehr Schub. Okay, ich meine, solange das funktioniert, ich will mich nicht beschweren. Wie bei SpaceX. Ich glaube, SpaceX kriegt das ein bisschen besser hin, so. Jetzt hat er irgendwie wieder gestoppt gerade. Das war gerade auch merkwürdig. 67.000. Einfach weiter rauspushen. Einfach weiter rauspushen. Pushen, 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 push, 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 push. 60, okay. Weiter pushen, weiter pushen, weiter pushen. Weiter, 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 weiter. Wenn wir nur schnell genug nochmal durch die Atmosphäre jetzt rauschen, müsste das eigentlich passen. Wir haben auf jeden Fall für den Transfer noch genug übrig. Müssen nur hier auf der Seite dann ein bisschen mehr Schub geben noch. Ich glaube, so reicht das jetzt. So können wir erstmal coasten jetzt. Das sollte eigentlich keine allzu große Bremswirkung sein jetzt, wenn wir hier nur schnell genug durchrauschen. Ja, ich verstehe nicht, warum wir hinten jetzt noch den ganzen Teil hinten dran kleben haben, aber anscheinend wird es auch komplett ignoriert irgendwie. Irgendwie ist das strange. Oh. Oh nein, ein Raumfahrzeug. Ja, wurde durch Überhitzung zerstört? Was? Was wurde durch Überhitzung zerstört? Ist hier drin noch alles in Ordnung? Hier ist noch alles in Ordnung, wie es aussieht. Irgendwas ist da gerade abgeplatzt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber es sind die üblichen Kerbal Space Program Kinderkrankheiten, glaube ich. Der übliche Irrsinn in Kerbal Space Program 2. So kann man es auch mal machen. Wenigstens haben wir noch nicht die Startplattform zerlegt. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt immer noch Fehler in dem Spiel. Also dass jetzt zum Beispiel der Dekuppler nicht richtig dekuppelt hat, das ist auf jeden Fall ein Fehler, ja. Das darf so nicht sein. So, wie gesagt, wir coasten jetzt durch die Atmosphäre so ein bisschen, geben dann auf der anderen Seite ein bisschen Schub. Ich kann ja, also ich könnte ein bisschen beschleunigen eigentlich, bis wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Machen wir das mal. Wir sind ja zum Glück hoch genug, dass wir jetzt nicht unbedingt wieder eine allzu große Wiedereintrittsreibung haben. Und wenn wir gleich über 70.000 Meter sind, dann sind wir ja offiziell im Weltraum dann. Da ist ja dann die Reibung egal. Da kann ich dann auch die Fairing wegmachen. Dann sparen wir uns ein bisschen Gewicht jetzt. Ich mache die jetzt mal weg noch. Genau, sehr schön. Dann haben wir nämlich hier wieder ein kleines bisschen weniger Gewicht, was wir mit rumschleppen müssen jetzt gleich. So, und dann machen wir hier auf der Seite jetzt einfach noch einen kleinen Schubser. Einen kleinen Rausschubser jetzt hier, genau. So. Richte dich aus, dann spulen wir zum Manöver vor und dann passt das. Jetzt sind wir wenigstens den ganzen hinteren Teil mal losgeworden. Vielleicht jetzt auch gleich mal ein Autosave machen. Ein Quicksave. Weil ich meine, besser ist das, ne? Jetzt haben wir ja das Schwerste schon überstanden eigentlich. Guck mal, wir brauchen nur 171 Delta V, um das Manöver durchzuführen. Auch gut. Ich hätte jetzt theoretisch auch gleich gucken können, ob ich direkt zum Mimnus komme. Mimnus direkt quasi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Ja, das sieht doch gut aus. Aber irgendwie führt er das Manöver auch schon wieder nicht richtig aus. Ne? Hier, guck mal, da wird nichts angezeigt. Der Balken hier bewegt sich gar nicht.
Es passiert aber trotzdem, was passieren soll, also. Ja, also. Es passiert, was passieren soll, aber dem Balken scheint es irgendwie egal zu sein. Egal. Egal, egal, egal. So, hier, warte, jetzt müssen wir mal bei Mimnus mal schauen. Als Ziel. Genau. Dass wir dann schon mal eine Anvisierung machen können hier. Ich glaube, das ist ein eher ungünstiger Übergang, den wir da gerade haben. Ich meine, gut, das kann man ja dann auf dem Weg dahin auch wieder korrigieren. Wichtig ist erstmal nur, dass wir eine Begegnung überhaupt erzeugen. Also, dass wir irgendwie eine Annäherung erzeugen. Aber wenn ich das hier ein bisschen hin und her schiebe, und wenn wir dann einfach mal uns verlangsamen ein bisschen und vielleicht den Winkel ein bisschen noch anders machen. Ja, guck mal, warte, da war es gerade. Ja, genau. Da haben wir einen Mimnus-Begegnung. Da machen wir es jetzt so. Was soll der Geiz? Guck mal, da brauchen wir 759 am Mun vorbei und dann zum Mimnus. Ist doch eine schöne Abfolge, nicht schlecht. So, visiert das mal an, genau. Wir haben ja 2364 Delta V, ne? Das reicht, glaube ich, sogar noch locker, um den Mimnus-Orbit einzubremsen, wenn er nicht wieder irgendwie komisch flippt und ausrastet dabei. Und dann können wir auch, glaube ich, mit der Unterstufe sogar noch einen Teil von dem Landemanöver durchführen. So, okay, dann beschleunige mal. Ich glaube, das müsste funktionieren, dass wir damit sogar noch einen Teil der Landung umsetzen können. Tja, wird mir Böller gezündet, jawohl. Man merkt schon, es geht wieder aufs Jahresende zu. Weihnachten steht vor der Tür, die Zeit der Böller. Man kennt es. So, und los. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Eine Minute müssen wir burnen. Da machen wir mal ein bisschen die Beschleunigung an jetzt beim Burnen. Mal gucken, mal gucken. Nicht zu schnell dann natürlich, weil wir wollen ja nicht überschießen. Muss man ein bisschen mit Augenmaß machen, dass man dann nicht überschießt. Langsamer. Auch langsamer beschleunigen jetzt. 3, 2, 1. Ja, ein bisschen noch. Bisschen noch, bisschen noch. Bis wir die Begegnung beim Mimnus haben. Stopp, da ist er. Okay, wir haben sie. Da ist die Mimnus ein bisschen versetzt jetzt. Aber guck mal, so geht's genau. Mimnus-Begegnung, hervorragend. Wird mir jetzt hier zwar nicht angezeigt, aber egal. Wir müssen jetzt erstmal zum Mond vorspulen. Machen wir das mal. Dass wir am Mund erstmal vorbeirauschen. Und dann katapultisieren wir uns zum Mimnus. Wutzi Tutzi, genau. Stopp. Und jetzt können wir hier am besten gleich nochmal eine Korrektur machen. Periapsis schon mal ein bisschen näher rankriegen noch am Mimnus. Das wäre noch ganz praktisch vielleicht. Ja, genau, so ist gut. Wie nah sind wir da? Ja, das ist okay. 229.000. Warte mal, zentriere das mal auf den Mimnus. Genau, weil dann kann ich nämlich das Manöver noch ein bisschen mehr anpassen noch. Näher rankriegen, genau. Aber es müsste eigentlich so sein. Er müsste sich eigentlich so rumdrehen. Und wenn wir von hier kommen, sind wir richtig. So, das ist jetzt eine PE von 35.000. Ja, das ist okay. 12 Meter pro Sekunde. Quatsch, 12 Delta V brauchen wir da nur. Eine Sekunde Schub geben. Und dann in 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Stopp. Ein bisschen langsamer das machen. Ja. Stopp. Genau. Perfekt. Perfekt. Ganz hervorragend. 35.000 und Ausrichtung passt. Dann können wir nämlich uns jetzt vielleicht mal quick saven. Und dann spulen wir jetzt mal vor, bis wir diese Begegnung dann haben. Wir wollen ja nicht draufstürzen oder dran vorbeistürzen. Das wollen wir ja nicht. Doppel die Bob. Ja, stoppel die Bob. Tutzi Wutzi. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir da oben zu dem Punkt eigentlich. Ich gucke mir jetzt gerade nochmal die Aufgabe an. Genau, finde die Quelle des geheimnisvollen Signals auf der Oberfläche von Mimnus. Lande mit einem Fahrzeug und einer aktuellen Masse von über 200 Tonnen auf Mimnus. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Masse das Fahrzeug hat genau. Auf jeden Fall müssen wir landen. Und wir müssen sowieso so oder so müssen wir landen. Genau, das heißt, wir können jetzt mal schauen, dass wir uns da oben noch hin navigieren.
Es wäre schöner gewesen, wenn es irgendwie in die andere Richtung gegangen wäre. Wir müssen ja eher weiter nach oben eigentlich. Warte mal. Vielleicht erstmal den Orbit ein bisschen auch noch einbremsen, genau. Ja, das können wir ja dann auch später noch ein bisschen anpassen. Warte mal, mach's mal lieber so. Mach's mal lieber so. So ist besser, glaube ich. Machen wir es mal so, weil das können wir dann hier nämlich noch dann ankippen und so. 33.000 und hier müssen wir dann nochmal bremsen. Und da können wir ja dann nochmal eine Korrektur machen vom Winkel her. Das können wir dann hier nochmal ankippen, sodass es dann eher nach oben geht. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal das Ganze. Das wird ein bisschen schwieriger, diesen Punkt zu treffen als beim Mun, weil der so am Pol oben dran ist. Aber ich glaube, das ist auch wieder dieser Tempel, genau, der da in diesem Krater drin war. So, dann richten wir uns mal auf das Manöver aus. Mal sehen, wie viel von dem Treibstoff wir dann auch nutzen können, um da zu landen. Ich bin gespannt. Das hat lange keine 200 Tonnen. Ich müsste es halt mal genau sehen. Nee, das ist der Forschungsbericht hier. Das ist das. Na ja, gut, 200 Tonnen, das hängt ja auch vom Treibstoff ab. Und der wiegt ja, glaube ich, auch. Der wird ja auch in Tonnen gemessen. So, und jetzt wäre halt die Frage, wie viel Kapazität ist hier drin? Das sind ja hier auch Tonnen. 4,5 Tonnen. 200 Tonnen ist dann aber ganz schön viel, ey. Das ist ja dann richtig riesig eigentlich, ne? Mit 200 Tonnen. Weil das sind ja hier 4 Tonnen. 18 Tonnen. Das ist ja mindestens doppelt so groß, muss das ja sein. Und dann mit diesen großen Tanks auch noch. Naja, ganz schön krass eigentlich. Aber gut, dann sollten wir versuchen, wenigstens diesen Punkt da jetzt zu treffen, weil anscheinend mit dem Gewicht wird das wohl nichts. Da ist wohl mein Fahrzeug zu leicht. Glaube, kann man nur beim Fahrzeugbau sehen, aber wenn ich mich nicht täusche, hatte die ganze Rakete 180 Tonnen. Die ganze Rakete insgesamt, die wir gestartet haben, echt? Okay, ja, dann müssen wir ja einen richtig dicken Oschi da hochschießen, ey, nicht schlecht. Aber gut, es gibt ja keine Geldbegrenzung momentan. Insofern ist es ja eigentlich, dann wurscht. So, jetzt warte, noch ein bisschen beschleunigen. Das ist ja dann egal. Ich meine, das Problem im ersten Teil war ja dann immer der Karrieremodus. Da musste man ja dann auch noch auf den Cashflow auch achten, dass man für die Missionen auch noch Geld bekommen hat, damit man sich die Teile auch leisten konnte. Das war ja eigentlich eher da die Herausforderung dann. So, okay, er macht erstmal vom Orbit her, was er soll. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt da oben hinkommen. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier mal einen Manöverpunkt. So, und erstmal hier natürlich ein bisschen einbremsen, das Ganze. Also so richtig steil ankippen. Den Orbit eher über die Polkappen laufen lassen. Hier dran ziehen, genau. Ja, so. So müsste es leichter sein, diesen Punkt zu treffen. Das braucht 157 Delta V. Ihr seht schon, das ist vom Manövrieren diesmal ein bisschen anspruchsvoller. Bin mal gespannt, ob ich das diesmal auch wieder so easygoing hinkriege. Der Vorteil beim Nimbus ist natürlich, dass wir hier nicht so viel Schwerkraft haben, die gegen uns arbeitet. Ah, sieht das geil aus schon wieder. Nicht schlecht. Noch ein bisschen vorspulen. Vorspulen, vorspulen. Wir sind noch zu weit weg vom Punkt. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schub geben. Und nicht zu viel machen jetzt. Na, warte, mach's mal langsamer. Langsamer. Ja, es ist nicht das passiert, was passieren soll. Aber egal, warte. Mach's mal hier nochmal. Ja, so machen wir das jetzt, genau. Okay, nochmal ausrichten aufs Manöver. Und dann nochmal für 11 Sekunden. Nochmal 121. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Jetzt passiert das, was passieren soll. Ja, auch nicht so ganz. Ah, doch, jetzt. Jetzt. Stopp.
Ja, so halbwegs. Auf jeden Fall besser als vorher. So, jetzt haben wir genau die Umlaufbahn über diesem Punkt. Das dreht sich jetzt natürlich auch ab und zu mal raus, ne? Da müssen wir jetzt natürlich dran denken. Allerdings sollte das nicht das Problem sein. Jetzt, wenn wir jetzt hier ein Manöver erstellen und dann entsprechend die Umlaufbahn reduzieren, sodass wir hier schon relativ nah der Oberfläche sind, dann können wir uns dann von hier aus so ein bisschen in die richtige Richtung orientieren. Spannend wird es dann nur mit dem Licht, aber wir haben ja in weiser Voraussicht Lampen am Start, die wir auch anschalten können. Genau. Und damit sind die wieder ausgegangen jetzt? Nee, also eigentlich müssten die Lampen jetzt das Raumfahrzeug bestrahlen. Tun sie irgendwie gerade nicht. Licht aktiviert. Sehe irgendwie gerade nicht, dass da was passiert. Okay, egal. Ich speichere einfach dann mal. Wir machen mal dieses Manöver jetzt. Und dann speichere ich mal. Und dann gucken wir mal, wie das so ausgeht jetzt. Die Sicherung vergessen einzubauen. Ja, irgendwie. Irgendwas da komisch. Vielleicht mache ich das Licht lieber erstmal wieder aus. Nicht, dass wir jetzt die Batterie hier noch vertingeltangeln. Das muss ja nicht sein. Also wir haben Solarpaneele aber eigentlich dran. Also die sollten eigentlich auch Strom produzieren. Na, müssen wir mal gucken. Wir brauchen nur 8 Delta V für diese Korrektur. Guckt euch das mal an. Ganz mager. Ganz, ganz wenig. Ganz hauchdünn nur. Gleich haben wir's. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz mager. Nur ganz mager. Stopp. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt könnten wir hier natürlich mal speichern. Und dann machen wir hier mal jetzt das Bremsmanöver. So, und da müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen eher so hier rüber das Tingeltangeln. Weil das wird sich ja hier noch weiter drehen dann. Und dann müssen wir ja da versuchen, möglichst nah ranzukommen jetzt. Wird auf jeden Fall spannend. Mal sehen, ob wir das auf der Tag- oder auf der Nachtseite machen jetzt. So, dann richte dich mal drauf aus, auf das Manöver in 25 Minuten mit 99 Delta V. Also wir können auf jeden Fall die gesamte Stufe zum Landen verwenden, die wir jetzt unten dran haben. Ja, ihr seht's, ne? Seht ihr das, wie der Punkt sich da wegbewegt? Oder wie der sich... Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Jetzt hat er sich ein bisschen... Gott. Also man hat's, glaube ich, so ein bisschen gesehen, wie sich das jetzt hier wegbewegt. Warte mal, da können wir das noch gleich mal ein bisschen korrigieren eigentlich. Weil das müssen wir jetzt natürlich mit berücksichtigen hier an der Stelle. Wir wollen ja da drüber sein, wenn wir bremsen und nicht irgendwo, sonst wo. Genau. Mal ein bisschen beschleunigen noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Einbremsen. Stopp. Oh, perfekt, Alter, perfekt. Okay, jetzt nur noch mal einen Speicherpunkt jetzt. So, gucken wir mal, genau. Jetzt können wir hier, wenn wir hier so sind, noch mal bremsen. So, und dann möglichst versuchen, uns in die Nähe schon mal so zu bringen, in die Position. Aber so, dass wir, wenn wir, während wir runterfallen, uns noch ein bisschen mehr in die Position noch reindrehen, genau. So. So. Genau. So ungefähr müsste das passen. Ist nicht ganz so einfach, das anzuvisieren jetzt. In 2 Minuten 7 Sekunden burnen. 79 Delta V sind es. Okay. Dann machen wir das. Richte dich mal drauf aus. Kann man das schon sehen? Ja, guck mal, man sieht den Tempel sogar schon von hier. Der leuchtet auch. Im Dunkeln ist gut munkeln. Naja, ich meine, man könnte auch eher diese Seite da anvisieren und dann mit dem Jetpack rüberfliegen. Das wäre für die Landung wahrscheinlich sogar ein bisschen praktischer, wenn man dann im Hellen landet und nicht im Dunkeln. Also, dass man praktischerweise sagt, man macht die Manöver, korrigiert es nochmal ein bisschen und zieht es eher so ein bisschen darüber noch. Warte. Also eher so dahin. Ja, genau, dass man da an dem Punkt landet. Das ist gut.
Das ist sehr gut. So, beschleunige mal ein bisschen, dass wir da schneller sind. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine Minute noch. Eine Minute, 30 Sekunden. Ja, nur noch 10 Kilometer entfernt. Schon recht nah dran eigentlich. Ich finde diese Markierungen mit dem Abstand, finde ich, sehr praktisch eigentlich. Das macht es ein bisschen leichter, das zu beurteilen. Wie weit man noch weg ist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Mal gucken, wie es aussieht. Wow, wir sind sehr weit weg. Und stopp. Fast schon ein bisschen zu weit abgebremst. Aber wir müssen jetzt eh ab diesem Punkt so ein bisschen das RP mal Auge machen, glaube ich. Jetzt richte ich mich einfach mal rückläufig aus. Es wird jetzt eh spannend, ja. Wir lassen uns jetzt einfach mal fallen. Man muss sich auch einfach mal fallen lassen. Dann werde ich mal speichern. Und dann werde ich kurz bevor wir, oder in einer bestimmten Höhe, so bei 1000 Meter, mache ich einen Burn komplett auf 0 Meter pro Sekunde, sodass ich komplett in der Luft hänge. Dann klinke ich den Tank aus. Und dann schalten wir um, fahren die Stützen aus und machen den Rest von dem Landemanöver mit dem oberen Düsen. Das ist der Plan. Ja, wir müssen diesen Tank halt loswerden. Ich meine, gut, das wäre natürlich auch witzig, wenn man jetzt versucht, mit dem Tank unten dran noch zu landen und halt dann auf den Düsen zu landen, so, dass der dann halt auf den Düsen steht. Aber das ist sehr, naja, das ist ein hohes Risiko. Allein schon wegen der Stabilität, weil auf Mimnus wackelt das Ding natürlich dann auch schnell mal hin und her. So, dann lassen wir uns mal fallen. Wir lassen uns einfach weiter fallen. Wie sieht es aus mit der Position? Na, jetzt sind wir ein bisschen sehr drüber. Aber ich meine, gut, er muss dann mit dem Jetpack den Rest einfach hinfliegen. Wir sind schon recht präzise eigentlich auf dem Weg dahin. Es wird mich nicht mal wundern, wenn wir sogar daneben stehen dann. Ein paar hundert Meter vielleicht. Ah, das sieht aus, als wären wir schon näher dran. Aber das ist, glaube ich, echt so visuell einfach nur. Das kann man gar nicht so gut beurteilen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ah, sieht gut aus. Weil es wäre jetzt so lustig, wenn wir an dieser Säule da abprallen würden einfach dann. So, jetzt Schub geben. Suicide Burn. Stopp. Und jetzt ausklinken, wie man gar nichts erkennen kann. So, genau. Und jetzt mal mit G die Stützen schon mal ausfahren. Genau. Und mal das Licht anmachen jetzt. Licht anmachen, hallo? Diese Lampen gehen irgendwie nicht an. Ich schwöre. Die gehen irgendwie nicht an. Die machen irgendwie nichts. Schade. Das macht es jetzt natürlich etwas schwierig. Ach du Scheiße, ey. Ich sehe den Tank nicht. Warte mal, ich gebe mal ein bisschen Schub. Ich sehe den Tank nicht. Ich sehe die Ausrichtung nicht. Ich sehe gar nichts gerade. Gib mal mehr Schub. Irgendwie. Man sollte die Düsen auch aktivieren, Spielbär. Man sollte die Düsen, die man dabei hat, auch mal zünden. Wahnsinn. Okay, der Tank, den hat es jetzt zerrissen. Alles klar, da kommt irgendwas hochgeflogen. Hoffentlich trifft es mich nicht jetzt. Es scheint mich aber nicht zu treffen. Es scheint in respektablem Abstand vorbeizufliegen. Ich sehe jetzt halt meinen Drift nicht so richtig. Das macht es jetzt ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das macht es jetzt sehr, sehr schwierig tatsächlich. Können ja mal so ein bisschen das gezündet lassen. Aber ich meine, gut, wenn wir jetzt mit 2 Meter pro Sekunde aufsetzen würden. Oder mit 4 Meter pro Sekunde, wäre das jetzt auch nicht schlecht. Versuchen wir mal die 2 Meter pro Sekunde auch so ein bisschen zu halten vielleicht. 100 Meter noch. 99. Alter, wie man gar nicht sehen kann, ey.
Absoluter Blindflug, absoluter Instrumentenflug gerade. Ah, da, ja, ja, ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus. Ich glaube, ich bin umgefallen. Irgendwie. Das lag aber jetzt mehr am SAS, glaube ich. Ich glaube, das SAS hat das jetzt gerade ausgelöst, irgendwie. Toll, ich sehe nichts. Warte, vielleicht können wir uns wieder in die richtige Neigung bringen. Ja, man sieht halt nichts. Was soll ich da machen, ja? Ich meine, ich kann ja nicht mal gegensteuern vernünftig. Wie soll ich da das Raumschiff ausrichten? Ist ja, ich steige jetzt einfach mal mit dem Körbel aus. Selbst der Körbel sieht nichts. Ach du Scheiße. Länder auf Kollisionskurs. Kannst du mal aufhören, dich zu drehen, bitte? Geh mal wieder an Bord. Irgendwie passieren hier Dinge, die nicht... Irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwas ist passiert. Mach mal das SAS aus, bitte. Mach es mal komplett aus. Mach mal gar nichts. Das SAS versucht gerade irgendwas. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem, dass das SAS irgendwie versucht, sich irgendwie auszurichten. Und wir müssen dann mal schauen, dass wir uns irgendwie auf eine Tagseite mal drehen, dass man mal irgendwie was sehen kann. Die Lampen sind doch an. Also irgendwie ist das komisch. Ich verstehe es nicht. So, ich steige jetzt nochmal aus. Wieder anfängt sich... Lass mal los, lass mal los, lass mal los. Mein Gott. So, wir fliegen jetzt einfach darüber. Hauptsache, die Aufgabe ist erstmal erledigt jetzt. Wir müssen ja nur drauf landen. Einfach komplettes Chaos. Ja, das ist eben genau das Problem. Wenn du nichts siehst, was willst du da machen, ja? Guck mal, es wäre sogar noch besser gewesen, wenn wir näher am Tempel gelandet wären. Auch selbst da könnte man ein bisschen was erkennen wenigstens, weil der Tempel macht ja auch ein bisschen Licht. So, stopp, nicht zu viel jetzt Schub geben. Wir müssen ein bisschen wieder bremsen, weil auf Mimnus geht das immer so schnell, dass man da Schub bekommt. Nächstes Mal kleine Lampen beim AliExpress-Kauf. Ja, das Problem ist halt, ich hatte Lampen dran, aber irgendwie funktionieren die nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich sie zu weit reingeschoben mit dem Pivot, mit der Pivot-Funktion, dass die vielleicht jetzt nicht, dass es nicht zählt jetzt. Ja, es ist soweit. So, wir werden jetzt einfach mal eine Zeitbeschleunigung machen. Damit wir vielleicht das Raumschiff mal im Licht haben, dass wir die Situation mal ein bisschen besser beurteilen können. Weil gerade eben dreht sich nämlich der Mimnus auf die Nachtseite. Wir müssen das ganze Ding hier mal auf die Tagseite kriegen jetzt. Ein Tempel! Wir müssen das jetzt mal auf die Tagseite bekommen. Da unten liegt irgendwas rum. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist ein Tank. Oh Gott, weg da. Das ist der Tank, den... Ist das mein Tank? Ist es von meinem Raumschiff? Ja, das ist von meinem Raumschiff. Ups. Der ist auch noch nicht explodiert. Oh oh. Beste Voraussetzungen. Okay. Spulen wir mal ein bisschen vor. Warte mal. Geh mal raus aus dem Dings, dass wir sehen können, wie er dreht. Ja, warte, so, so, so. Stopp. Ich glaube, jetzt müssten wir das Raumschiff auf der Tagseite haben, genau. Ja, ja, genau. Da hinten ist der Mimnusländer. Dann fliegen wir jetzt mal rüber wieder. Der Tempel, meine lieben Freunde. Schade, dass man ihn jetzt nicht so gut sehen kann. Ne, im Moment ist immer noch im Dunkeln. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Ist nicht so einfach hier gerade, ich sag's euch. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, aber wirklich gar nichts, ey. Es sah doch gerade auf der Karte, sah es so aus, als hätten wir... Als hätten wir doch das richtig gemacht. Als wäre das richtig rotiert. Komisch. Das Ding ist am Pol, wie es scheint. Ja, ja. Ich hatte es ja eigentlich gerade so gedreht, dass es passt. Komisch. Müssen wir gleich mal gucken. Stell mal hier... Bodenhöhe ein, dass wir hier nicht noch den Körbel erschlagen. Oh, der Länder dreht sich auch. Das sieht sehr schön aus.
Mal gucken, was gleich übrig ist, wenn wir nochmal beschleunigen. Hey, das sieht doch so aus, als wäre hier Tag. Okay, müssen wir wohl noch ein bisschen. Muss er sich wohl noch ein bisschen drehen. Guck mal, jetzt müsste es eigentlich passen. Oder nicht? Ja, jetzt passt es. Jetzt wahrscheinlich alles explodiert, oder? Nee, okay, geht. Da ist der Tempel, da hinten. Mann, 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 Mann. Meine lieben Freunde, ich kann euch sagen. Alles nicht so leicht. Jetzt haben wir das andere Problem. Wir müssen das Teil wieder aufrichten. Das ist jetzt das eigentliche Problem. Ich hätte vielleicht beim Landeversuch das einfach so machen sollen. Boah, Alter, selbst wenn er nur ganz leicht Schub gibt, ne? Warte mal, das ist nicht so einfach. Können wir da jetzt rein? Warte. An Bord gehen, ja genau. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich mache mal das SAS wieder an. Ich versuche jetzt mal. Das geht, wenn man. Ja. Dadurch, dass der Planet. Der Mond, dass der so wenig Anziehungskraft hat, müsste man eigentlich in der Lage sein, sich wieder aufzurichten, indem man das SAS einfach nur clever benutzt. Und da ist jetzt so ein bisschen das Problem, ja genau. Ja, jetzt einfach versuchen, so ein bisschen zu kippen. Es ist nicht so einfach, gerade weil ich gerade auch nicht genau weiß, in welche Richtung ich eigentlich gerade mich lenke. Ja, mit genug Schwung. Ja. Oh, Baby, er ist so gut. Er ist der absolute Körbel-Spaßprogramm-Profi, Alter. Ich sag's dir. Was eine geile Aktion. Denn, nochmal kurze Erklärung. Bei Mimnos gibt es wenig Schwerkraft. Und dadurch kann selbst so ein SAS-System, so ein ganz schwaches, wie von der Kapsel, wenn da nur der Gewichtspunkt, der Mittelpunkt von dem Gewicht, wenn der nur günstig genug ist, dann kann man das durch diese Bewegung des Reaktionsrades wieder aufrichten, das Fahrzeug. Deswegen ist es da auch eigentlich ganz praktisch, wenn man da nur so ein kleines Fahrzeug hat, ne, und die Stützen auch nicht so einen hohen Widerstand haben und so. Nimm Bodenproben. Aber das ist gar nicht unsere Aufgabe. Das kommt bestimmt noch als Aufgabe. Aber gut, das könnte man theoretisch auch machen. Ich habe aber Angst, dass es. Boah! Ich habe nichts gemacht, ich schwöre. Ich habe nur geguckt. Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Ich speichere mal jetzt nochmal. Und dann fliegen wir jetzt zurück, komm. Da müssen wir gar nicht viel Schub geben, glaube ich. Wir haben ja jetzt 2200 Delta V auch. Aber warte, halt! Halt! Spielbär, du bist schlau, aber du bist auch manchmal zu schnell. Du musst hier noch Forschung machen, genau. Und an dieser Stelle endet diese Folge Kerbal Space Program 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Kerbal Space Program 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Der wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, diesen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!